Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr. Haut rein, Peace. Ah, ein bisschen leise, ne? Kann man ein bisschen lauter machen. Let's go. Also du hast meinen Freund? Vorspann überspringen, wichtig. Wichtig. Richtig, mein Freund Hops genommen hat. Danke. Ist dein Freund? Kommst du ganz kurz? Wir haben hier sehr was Interessantes. Es geht um dich. Was ist, Schatz? Schon wieder um mich? Ja, also du hast meinen Freund sehr, sehr Hops genommen. Ich weiß. Erwähn mal, wer dein Freund ist. Ja, aber wer ist das? Schatz, ich kenne einige. Was los? Also, ihr wart in diesem YouTube-Video, also Tinder auf der Straße, und du hast gegen ihn geschossen. Das mit Umschnalldildo und sowas. Ach so, mit dem Bauch hochziehen. Ja, genau das. Okay, ach der! Ah ja, ich weiß auch, wer das ist. Shit, Alter. Unangenehm, Digga. Fuck, Alter. Süße. Ja. Okay. Genau. Ja, tut mir leid für den, Schatz, aber er hat... Touch mal ihn. Und ihr seid nicht mehr zusammen, oder? Doch, sind wir. Oh. Ach du lol. Okay, die ist auch noch voll stolz drauf. Die sagt, ja, du hast meinen Freund Hops genommen und so. Schatz, wirklich, pass auf dich auf. Mach ich. Der Schatz, der Geschlechtsverkehr kann echt anstrengend mit ihm werden, denke ich, Schatz. Warum? Ja, mit dem Bauch hochziehen halt. Scheiße. Stimmt das? Da ist schon wieder Next Level Cringe, Digga. Also wirklich, ey. Diese Delicious Grey in Farm Monkey, sein Video ist wild. Immer. Seinen Bauch hochziehen? Das weiß ich leider nicht. Oh mein Gott, die Arme gerade. Schatz, komm her, tut mir leid, falls ich gerade so intim werde. Nein, alles gut, alles gut. Aber Schatz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Scheiße. Ja. Du lernst schon früh, Schatz, richtig so. Bleib mit ihm zusammen. Er wird irgendwann im Laufe der Zeit, denke ich mal, sportlicher. Ey, Leute, ich kann mal... Jungs, ey, ich schwöre, das ist aber dieses andere Cringe, ne? Also ehrlich, was gibt ihr da für Tipps, Digga, what the fuck? Arm nicht mehr länger so halten, der ist schwer. Dann lass mich halten, Schatz, danke. Grüßen? Ja. Scheiße. Ayla, ich grüße dich. Ayla, Schatz, hast du gehört? Ayla, Elida und Gülfi. Also ich grüße meinen Freund. Tut mir leid, dass ich dich hops genommen habe, Schatz, aber musst du sein, du weißt. Ey, Jungs, bitte, ohne Schatz, ich kann mir das nicht. Ey, es ist einfach so unangenehm, Digga, real talk, Alter. What the fuck? Gut gemacht. Danke. Stehst du immer noch dazu? Zu was? Was du da gesagt hast? Ja. Ja, Schatz, ist halt so. Und tut mir leid, wenn ich mit dir ins Bett steigen müsste, müsste ich halt einfach deinen Bauch hochziehen. Sonst würde ich nichts finden in diesem Dschungel. I'm sorry, darling. Period. Sag Period. 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 Einfach nicht gehabt. Aber trotzdem, I love you, babe. Komm vorbei. Aber ey, du nimmst deinen eigenen Freund Hops. Was bist du für eine? Nein, weil der macht es auch so bei seinen Freunden, also darf ich es auch machen. Okay, also, sehr gute Beziehung. Wir wollten ja auch gerade sagen, beste Beziehung nehmen die, Digga. Alle, die blamieren sich gegenseitig einfach. Ohne Sinn. Ich bin mal schlafen, hau rein. Ey. Was ist das, Digga, für eine Beziehung, ja? Die nehmen sich gegeneinander einfach hops, als wäre gar nichts. Als würden die gar nicht zusammen sein. Auf jeden Fall nicht als Vorbild. Tschüss. Scheiße. Auf jeden Fall stabil. Dieser Achim mit 25 Kilo auf seinem Rücken. Stundenlang steht er da und verkauft seine Würstchen. Geht bei dem Mann essen, halal. Schmeckt auf jeden Fall stabil. Aber ich rede nicht von den Würstchen, von denen die reden. Schon wieder Drama in Frankfurt. Unglaublich, diese Kinder hier. Was hältst du eigentlich von den Kindern oder von den Jugendlichen? War eigentlich schon mal jemand von euch in Frankfurt? Einzelchat. Real Talk, ich war noch nie in Frankfurt. Und so wie ich immer diese Videos sehe, ist Frankfurt auch kein Reiseziel für mich, ehrlich. Ich sag euch so, wie es ist, Jungs. Frankfurt sieht gefährlich aus, ja. Also Frankfurt, Digga, da halte ich mich lieber bedeckt. Da will ich lieber nicht hin. Sag ich euch so, wie es ist. Da halte ich mich bedeckt. Hier in Frankfurt? Also ich muss wirklich sagen, nicht vergleichbar mit München. Klar, am Stachus ist auch schon einiges los, bin ich ehrlich, aber die Leute sind hier... Also ich will es jetzt nicht böse ausdrücken, aber... Doch, sag! Die Leute hier sind durch. Genau. Habe ich das Gefühl, unanständiger? Speziell die Frauen so? Also, pass auf. Du hattest ja einige Würstchen, hast du gesagt. Ja, schon einige, Schatz. Ja, okay, also was jetzt uns interessiert ist... Ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Schätz mal, Schatz. Und eine Frau fragt man nicht nach dem Alter, Bitch. Wie, okay, dann frage ich mal so. Du willst unbekannt bleiben mit deinem Alter? Nein. Nein?
Ich schätze dich so auf Mitte 20. Genau, genauere Zahlen. Was sagen die? Ich sag, komm, ich sag auch 26. Ich geh mit Dings mit 26. Ich sag auch 26, ehrlich. Der wird nicht, oder? Ah, ich weiß nicht. Schwierig. 21. Oh mein Gott, danke, Burak. Einladen. 26. Ja, 26 wird er sein. 23, 24. Ich sag 26. Ich sag's euch, Leute, ich brauche Botox ganz dringend und die nächste plastische Chirurgie. Wie alt bist du? 26. Ja, 26. Hey! 26 richtig erraten, Digga. 24, 23, 1046, Chima. Chima, Bruder. Chima, guck. 26, Digga. Alt, also in 2 Tagen. Ah, okay, krass. 2 Tage. Was ist mein Geschenk von dir? Würstchen von meinem Ache. Außer Push auf Instagram. Würstchen von meinem Ache. Gerne. Okay, also, wie alt war der älteste Typ, den du hattest? Also mein ältester Daddy bis jetzt. Ältester Daddy, ey, ich schwöre auf alles, die ist nicht normal, Digga. Die ist cringe, die ist wirklich cringe. Dein also Sugar Mann, Daddy. Also Mann, ich würde, also was heißt ich würde, soll ich gar... Ja, können wir auch schätzen, komm, ich sag mal einen 60-Jährigen. 60 nimmt sie mit. 60, die hat kein Schamgefühl, Digga, die nimmt einen 60-Jährigen. No cap. Die nimmt einen 60-Jährigen. Ehrlich sein. Ja, klar. Ich stehe dazu, Leute, und das ist überhaupt nichts Schlimmes, wie ich mich gerade selber schütze. 78. Was? Digga, was? Digga, älter als meine Oma und mein Opa zusammen. 78. Digga. Er war einfach was so, Bruder, ehrlich. 78, ey. Das ist schon krass. Also, wie kann man mit 78 noch aktiv sein, Alter? Kriegt man da überhaupt einen hoch? Ohne Viagra und so, Digga? Das ist schon krass, Digga. Ich bin da raus. Ich bin da raus. Ehrlich, ekelhaft, ja, ehrlich. Scheiße. Das war auf Mikrolaus, Leute, ich erkläre es euch. 78? Ist es dein... Ja. Ernst? Nicht nur ihn aus dem Testament. Ey, Bro. Die ist richtig auf Geld aus, sagt die ja auch immer, ne? Will kurz kotzen. Ich fühle euch, Jungs, ehrlich. Die sagt ja auch immer, die ist auf Geld aus und so. Die will nur reiche Männer. Ha, Bro, das ist doch nicht der wahre Weg, Alter. Ich bin ganz ehrlich, es war auf Mikrolaus. Das war so ein älterer Herr, der sah echt gut aus. Also man hat sein Alter echt nicht angesehen. Und sitzen die Haare noch, Leute? Ich hoffe. Ja, wir waren was trinken im Prince, heißt die Bar, glaube ich. Nee, wir waren, als ich beim Super Paradise war. Nee, beim Scorpios. Mhm. Wir waren bei Scorpios, da habe ich den kennengelernt. Du machst Schleichwerbung gerade. Ich wollte sagen, die kennt ja eh keiner diese Bars. Was redest du da, Digga? Zehn Leute. Ich Schatz, oh mein Gott. Und ja, der sah halt gut aus. Wirklich jetzt. Für seine 78 Leute sah der echt gut aus. Mhm. Also ja. Du hast was mit ihm? Ja, wir hatten Geschlechtsverkehr. Wie hat das geklappt mit einem 78-Jährigen? Digga. Die Agra. Nein, Spaß. Also, Oder warte mal. Oder hast du ihn ge... Schatz. Ich hatte keinen Umschnalldildo an dem Tag, nein. Also, girl, immer diese Fragen von diesen Männern, Leute. Ich krieg schon meine Paranoia hier. Aber ja, er war super sportlich, ohne Spaß jetzt. Der ist richtig abgegangen im Bett, Leute. Jetzt no joke, ich laber kein Bullshit. Ich war nicht alkoholisiert, nicht irgendwie, keine Ahnung, im Rausch oder so, sondern es war alles... In real time, like not in slow motion time. Also keine Ahnung, wie man das auch nennen soll. Yes. Diese Vorstellung, Digga, ich hab Kopfkino, ich sag euch ehrlich. 78, Dolisha Gray, ich bin da raus. Schatz, warum hörst du mir nicht zu? Ich hör dir zu. Das ist typisch, Mann, Leute. Seht ihr, die reden immer untereinander mit ihrem Fußball, keine Ahnung, geschwätzt. Erzähl mir irgendwas, warum soll ich Fartman loslassen? Ach so. Alpha, Schatz, komm zur Hilfe. Danke. Jedenfalls... Tut mir Arfa leid, was ich mit ihm gemacht habe. Total, Schatz, ich heule. Siehst du es nicht? Mein Make-up sah aus. Er hat echt den ganzen Tag lang einen roten Nacken gehabt. Ich schwör, was passiert? So ein Blubberfurz, sein Nacken war weg. Schatz, also ganz ehrlich, das ich blende euch kurz ein. I am to fart, man. Wanna get ready? Nein, du bist gut.
Ach, das Video auf Instagram. Mein Beileid, Bruder. Ein Kordnick hast du richtig gegeben, Schatz. Richtig so. Afa, tut mir leid. Also das war mir jetzt nicht, ich rieche gern an was anderem. Schatz, warum gehst du so weit weg von mir? Oh shit, Digga, es ist schon wieder... Oh Mann, nein, bitte. Lass den armen Junge in Ruhe. Der will nur seine Klicks machen auf ganz entspannt, Digga. Er will dich nicht berühren. Tim, so, du weißt schon, erzähl weiter. Nee. Du warst bei deinem 8er BMW. Scheiße. Genau, also mein 8er BMW, Leute. Irgendwann war ich dort in der Mitte nur und hatte genau... Leute, das ist ab 18 das Video, ne? Nein, es ist nicht ab 18, ab 16. Ab oder 12. So. Nein, ist ja auch alles so. Ruf und Blick, aber nein. Darf ich dich mal was fragen? Ja. Hattest du mal was mit Drag Queen, also mit Gypsy? Das ist jetzt eine Baba-Frage. Also das interessiert mich wirklich sehr. So wie du lachst, ist da schon was gelaufen. Nein. Hatten Dolisha Gray und Queen Gypsy etwas? Nein. Warum lachst du denn so? Schatz, keine Ahnung. Also das hört sich unglaubwürdig von hier an, ne? Ein, zwei Stöße so, kann ja passiert sein. Ganz schnelles Ding, Digga, man weiß nicht. Sag mal. Ja, aber nur persönlich. Was meinst du damit? Ja, persönlich, Schatz. Persönlich? Schreibt unten in die Kommentare, was ihr denkt, ob ihr gemeinsam was habt. Ja, Digga, wenn sie so ein Geheimnis rausmacht, dann... Dann natürlich, ey. Die ist auch nicht die hellste, ehrlich. Ja, hattet ihr. Nein! Also ich und Gypsy sind beste Freundinnen, slash Geschwister, slash Schwestern. Schlecht. Du musst es so nein, nicht slash, slash. Schlecht. Slash. Schlecht. Warum schlecht, Schatz? Schatz, ich knie mich gleich hin. Und dann musst du wissen von Alfie. Bitte alle Kontaktanfragen an info@dolishagray.com schicken, ja, ihr wisst Bescheid. Aber Leute, bitte denkt nichts Falsches von mir. Ich weiß, ich bin halt einfach nur ehrlich und sag's halt so, wie es ist. Wenn es nicht passt, ganz echt bye. So, was noch? Okay, Dolisha, also es folgen sehr zu wilde Videos auf euch zu. Dolisha, letzte Frage. Wer wäre so dein absoluter Sugar Daddy? Jetzt nicht mich. Die Frage hat sich gut rausgeredet, ne? Weil die hat letztes Mal gesagt, die findet ihn schon attraktiv und so, ne? Die hätte bestimmt gesagt, du. Gott sei Dank hat er das gesagt, ne? Oh shit, Alter. Es ist cringe, Jungs. Ehrlich. Mit dieser Drag Queen und Dolisha Grace immer sehr cringe. Kann ich selbst sehr beantworten, cringe. Aber tatsächlich du, Schatz. Ach, Scheiße. Die sagt nochmal. Ich. Ey, ich höre auf alles, ihr geht's nicht gut, Digga. Aber das war ein Mann, ja? Das ist jetzt eine Frau geworden. Oh, shit. Er ist einfach cute, Leute. Unterstütze meinen Zweitkanal. Hier geht's auch ab. Leute, so kleine Gespräche, Konferenz. Schatz. Check Dolisha Gray unter. Schatz, nein, du sollst nicht sagen, check Dolisha Gray ab. Du sollst sagen, schaut ihr Street Comedy oder sowas. Schatz. Genau, checkt auf jeden Fall Dolishas Street Comedy auch ab. Sie ist in der Bio. Ihr wisst Bescheid. Ciao. Es war wieder sehr cringe, also wirklich, Digga. Dolisha Gray hat schon wieder heute den Vogel abgeschossen, ja? Oh Mann, Alter.